Morgen. Morgen. Ja. Boah, ich bin müde. Müde? Kalt. Arschkalt. Ja, kalt ist wirklich. Gut, los. Minus 700, ihr kam blind fort. Das ist minus 800. Ja, das Eis auf dem Ohr. Kalt. Wir haben zwar hier Fußbodenheizung, aber es ist trotzdem kalt. Und es ist sehr früh. Wir haben 8:30 und dann hier... Die beste Uhrzeit. Ja. Ich bin zwar immer sehr früh hier, aber ich mag Ruhe. Nur seitdem Sascha bei uns ist. Ja. Gibt's keine Ruhe mehr. Gibt's keine Ruhe mehr. Es wird alles hier gefilmt. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich nicht hier Kameras aufhängen, fertig aus. Müssen wir nicht schneiden. Genau. Sag mal, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hier aus Camp Blindfort. Und was machen wir heute? Bin ich so ein bisschen selber verwirrt. Welches Video drehen wir heute? Ich würde sagen, Studie. Du hast da zwei Sachen auf jeden Fall. Ja, welche denn? Solltest du haben. E30? Habt ihr das gehört, was der gesagt hat? BMW E30. Wir machen jetzt weiter. Jetzt bitte nicht denken, oh, guck mal, der Audi ist noch nicht fertig oder hier Beetle oder. Und ihr macht schon ein nächstes Projekt. Doch, weil wir haben zum Beispiel den Prozess, was wir am Anfang haben, bei dem Audi abgeschlossen, bei dem Beetle abgeschlossen und so weiter und so fort. Also bei den Projekten, die gelaufen sind. In der Abteilung Entwicklung, ja, sind abgeschlossen. Jetzt gehen die weiter zum Formbau, Produktion etc. Da kann der erste Mitarbeiter, quasi ich, zum Scannen, ja, ich scanne die Autos hier. Ich kann schon anfangen mit Scannen, dann gehen die Daten zum Flächenrückführung und bla 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 bla. Dann wird es in 3D gezeichnet und so weiter und so fort. Dann wird gefräst, also quasi, das sind so viele Prozesse, ja, bis das Auto fertig ist, dass wir quasi mehr oder weniger sogar 10 Projekte gleichzeitig machen könnten. Weil das wird dauern, aber das ist so, nach und nach kommen die raus. Weil viele haben auch gesagt, ja, guck mal, E30N ist nicht fertig, das ist nicht fertig, guck mal, wie schnell wir jetzt, allein im Dezember, ja, oder Ende November, haben wir den Golf 2 von JP Performance fertig gemacht, wir haben den E30N fertig gemacht, der Beetle ist sehr, sehr weit schon, sehr, sehr weit, ja. RSQ3. RSQ3 haben wir für uns gemacht. Wir machen nicht nur Teile für Prior Design und für JP Performance, sondern wir bauen auch Teile für andere Tuner in Deutschland, ja? Oder in Europa sogar. Ja? Aber eins muss man sagen, mit JP zu arbeiten ist wirklich immer sehr, sehr lustig. Macht Spaß, also wirklich nicht lustig, so im lustigen Sinne, sondern einfach macht wirklich absolut Spaß. Ja, wir lachen viel, wir machen wirklich sehr konzentrierte Arbeit auch und wir können wirklich in einem Termin viel lachen, viel wirklich ernste Sachen durchziehen und so weiter. Also es ist wirklich ein cooler, gesunder Mix. Als bei manchen Tuner ist das so zu ernst. Ja? Und ich finde, das Leben ist schon so ernst, ja? Dass wir das wirklich so ein bisschen Humor mitnehmen sollten. Ja. So, ich würde mal vorschlagen, wir legen los. Leute, ich muss euch warnen, wer schwache Nerven hat, Herzerkrankungen, Leber, Magen und Nieren und Knieschmerzen, der soll das Video nicht gucken. Es kann sein, dass es da umgibt. Wir legen los mit BMW E30. Das war früher mein Traumauto. Gut, heute hat sich nichts geändert. Es ist immer noch ein Traumauto. Die Preise sind explodiert. Es geht wieder um eine Serie, die wir bauen wollen. Also das heißt, entweder wir werden den BMW E30 bauen oder den BMW E36. Das Projekt mit den meisten Likes oder Aufrufen, ja, oder Kommentaren. Das werden wir bauen. Was wir natürlich den riesen Vorteil haben zu anderen Tuner hier so weltweit, dass wir zum Beispiel sowas machen können. Wir machen ein paar Designs, wir fragen euch, was da so abgeht. Ihr sagt geil oder nicht geil und wir bauen. Ja? Und wir wissen vorher, ja, dass ich sage, ah, die Scheinwerfer finde ich nicht gut oder der Lufteinlässer finde ich nicht gut. Wenn da eine oder zwei solche Kommentare kommen, werden wir es nicht ändern. Aber natürlich, wenn da, was weiß ich, von 100 Kommentaren 40 kommen, die sagen, ah, die Lufteinlässer gefallen mir gar nicht,
Dann müssen wir die ändern. Dann können wir, bevor wir das Kit bauen, ändern, zusammen mit euch. Und das finde ich das Schöne an der ganzen YouTube-Geschichte, dass wir quasi mit euch die Autos bauen dürfen. Ja? Wir lesen uns wirklich fast alle Kommentare. Du, glaube ich, alle, ne? Ja, ich versuch's, ja. Ja, also manchmal sind sehr viel. Ja. Hier so ein Dacia Duster können wir gar nicht lesen. Weil das ist. Schreibt bitte Kommentare hier, was, wie ihr ändern würdet. Auch wenn ihr denkt, ah, vielleicht aber nicht, dass das irgendwie doof klingt oder sowas. Nein, schreibt einfach, ob ihr die Haube vielleicht höher, tiefer, größer, breiter, Luft einlässt oder was. Was auch immer. Ihr habt die Ideen, wir können das zusammen bauen. Ja? Jeder hat einen anderen Geschmack und vielleicht hier und da picken wir uns was raus und natürlich dann können wir mit euch das schön zusammenbauen. Wenn ihr das sehen könntet, was ich hier sehe, würdet ihr durchdrehen. Das ist kein Scherz. Wer will das sehen? Hand hoch. Ich. Alle zu Hause so. Ah, ich. Ja, habe ich nicht gerade gesagt, ich bin am Drehen. Ich wollte nochmal Bescheid geben, dass wir noch ein paar Kalender haben. Ich glaube 120, 30. Ungefähr. Ja, haben wir noch da. Wer so einen Kalender haben möchte für 2021, der kann das gerne bei uns bestellen. Ein Link gibt es hier unten im Video. So, weiter geht's mit E30. Das ist unsere Basis BMW E30. Meine Damen und Herren, Achtung, Jack, der sieht echt heiß aus. Als Basis, was haben wir uns an der Geschichte gedacht überhaupt bei BMW? Wir haben uns vorgenommen, wie würde, ich sag mal, so in meinen Gedanken, ja, wie würde heute der BMW E30 aussehen, wenn es BMW bauen würde, ja, so als M. Ich glaube, so hätte ich ihn gebaut. Ich glaube, BMW selber nicht so breit, aber natürlich, ich muss etwas anders sein als die andere. Ne, muss auffallen. Den gab es als M3 auch, ne? Ja. Aber den gab es auch in so einer breiten Version. War das der normale M3? Mhm. Ja, hier in Schwarz. In Schwarz, hier gibt es die Scheinwerfer-Version mit dunklen Scheinwerfer. Und hier so gelbe. Haben wir so extra gemacht, dass die so gelb, ja, sag mal, abgedunkelt sind. Finde ich gar nicht schlecht. Ja. Hier bei der Motorhaube haben wir nur diese Schnellverschlüsse dran gemacht. Erstmal, ja, es ist noch keine endgültige Version. Aber wir schauen mal, was passiert nach dem Video. Hier den Frontspoiler haben wir nur leicht abgeändert gegenüber den originalen M. Es gibt sehr viele Bodykits für den BMW E30 oder E36 sogar. Aber ich finde, so mit den kleinen Details und so weiter, wie wir das gebaut haben, finde ich es sehr schön. Schöner als die anderen. Was ich nicht mag, dass sie zum Beispiel die Radläufe von E30 nehmen, ja, tun das auf E36 und hoffen, dass der Radius und alles gleich ist. Aber die kleinen Ecken, die kleinen Anbindungen und auch in den Türlinien, auch die Länge von den ganzen Kotflügeln, die ist doch vom Auto zu Auto unterschiedlich. Es gibt bei japanischen Herstellern, ich möchte die jetzt nicht irgendwie schlecht machen oder sowas, aber die machen die Arbeit nicht zu Ende. Oder das ist vielleicht so gewollt, dass das nicht fertig aussieht. Kann auch sein, ja. In Rot, auch sehr schön. Ich hätte, glaube ich, in Schwarz genommen oder in Rot. Ja. In Schwarz siehst du ein paar Linien mehr. Bei Rot verlieren die sich so ein bisschen. Aber. Mama mia. So, wir gehen zum Heck über. Ja. Tschack. Ich finde, die Finnen habe ich dran gemacht, aber das ist, glaube ich, noch nicht so das, was ich hundertprozentig mag. Ja. Spoiler finde ich nicht schlecht. Ja, auch, dass er so schön nach oben geht, finde ich sehr, 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 sehr schön. Auch die Verbreiterungen, hier zum Beispiel, guck mal, die schließen mit dem Rückleuchten komplett ab und so weiter. Ja. Mhm. So kleine Details, wirklich die das Projekt am Ende schön machen. Ja. Oder vollkommen, ja, meiner Meinung nach. Was gefällt dir nicht an den Finnen? Ich finde die gut.
Findest du? Mhm. Ich finde das, weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu? Bitte schreibt mal als Kommentar, was haltet ihr von diesem Zusatzdiffusor, sage ich mal. Ja, das würde mich jetzt echt interessieren. Vielleicht kann sich bei uns die Designabteilung von BMW melden. Vielleicht habt ihr Interesse, dass wir zusammen mit euch was richtig Schönes bauen für die BMW-Fans oder für die BMW-Community. Ja, man muss immer vorsichtig sein, falls gewünscht. Könnt ihr euch gerne melden und wir würden dann ein paar Tipps von euch annehmen. Wenn wir die bekämen. Bei Audi haben wir die bekommen. Ja, ich bin ganz stolz. Da hat er mal Lichter, ich sag mal, ein paar Tipps gegeben. Der Mitya Borkert hat mir ein paar Tipps gegeben bei uns bei dem Projekt. Als Felgen haben wir die vom Brian genommen. Ich bin übrigens mit Brian befreundet schon. Boah. Das weiß ich nicht. Sehr lange. Sehr, sehr, sehr lange. Finde ich geil. Finde ich echt, echt geil, das Auto. Ne? Wirklich geil. Was wir uns noch ausgedacht haben, ja, wie würde der BMW E30 2020 aussehen? Dann hätte der einen Grill bis zum Boden. Ja? Das haben wir nicht gemacht. Achtung, jetzt bitte, bitte achten auf die BMW-Niere. Wir haben die größer gemacht. Ja. So könnte das Auto auch, ich sag mal, Baujahr 90 rauskommen. Ja? Rausgekommen sein. Hier zum Beispiel haben wir an der Motorhaube, ja, so Kiemen eingebaut. Ich finde, die sehen gar nicht so schlecht aus. Ja, man könnte es wirklich alles so bauen, wie es ist. Das könnten wir auch bauen. Wäre ja nicht so das riesige Problem. Ganzes Auto in Vollcarbon. Wäre auch machbar. Ja, schön aus Carbon. Mhm. Ja, gut, Dach mussten wir dann beschichten. Ne? Weil das Dach ist auch in Carbon. Nur, ja, die ganzen Teile, ja, die Seitenteile auch. Oder man könnte die komplett in Carbon machen und dann quasi dran machen. Felgen in Gold, voll geil. Ja, ich bin so ein bisschen bling-bling. Sehr schön. Aber, jetzt kommt das große Aber. Das Auto, ja, der BMW E30, würden wir natürlich so machen, 2020, 2021. Aber, was fehlt denn hier? Wiedererkennung, ich sag mal, 2020, 2021, weil die Autos noch nicht existieren. Ich sag dir einen Tipp, M4. Farbe sehr schwer wiedergeben, also dass wir das als Animation machen, aber ich glaube, so könnte es aussehen. Wir haben uns auch den BMW M4 in diese Farbe bestellt. Ich hoffe, der kommt als erster. Vielleicht, wenn ein BMW-Mitarbeiter guckt aus München, könnt ihr unsere Bestellung nach vorne schieben. Dann bauen wir die andere Front. Unsere Front. Beide sind schön. Ja? Ich würde sagen, oh, auch Heck, guck mal hier. Die Farbe zerreißt wirklich alles. Ich glaube, ich würde in der Farbe bauen. Oder in Schwarz. Du? Oder in Rot. Oder in Rot. Oder alle. Ich kaufe 10 Stück und dann baue ich mir jede Farbe ein. Weil das Auto mir wirklich, wirklich, wirklich gefällt. So, damit das nicht langweilig wird, machen wir jetzt in ein Video. Wir haben Animation. Boah, guck dir das Bild an. Von der Seite. Das Auto wirkt wie ein Rennauto. Wenn da noch ein paar Aufkleber kommen. Na.
dass das so lange dauert, ja, diese Entwicklung für so ein Bodykit oder für so eine Veränderung. Könnte man das wirklich in ein, zwei Wochen bauen? Glaub mir, ich würde den Markt zerreißen. Ja. Aber wisst ihr was? Sascha schneidet jetzt die Animation rein. Ja? Nice. Ja, der macht das. Teilt das Video, zeigt das wirklich in allen Formen etc. Beschäftigt euch mit den kleinen Details, die wir hier sag mal, eingebaut haben. Ja, und dann schauen wir, was der E36 bringt. Genießt es einfach.